Diese Dinger hier kennt ihr alle. Durchsichtige Plastikfolien bekommt man in jedem Bastelladen. Oder aber, noch besser, man benutzt einfach die Vorderseiten von solchen Klarsichtmappen. Mit denen kann man ganz tolle Schichtengeschichten erzählen. Je mehr Schichten, desto spannender die Geschichte. Ich zeige euch, was ich meine. Besorgt euch als erstes ein paar Plastikfolien. Außerdem brauchen wir noch ein paar farbige Blätter Transparentpapier oder Seidenpapier. Wichtig ist nur, dass das Licht gut durchscheinen kann. Und jetzt können wir uns überlegen, wie oder wo unsere Geschichte beginnen soll. Wie wär's mit einer hügeligen Landschaft? Und los geht's! Leg dein Transparentpapier in der passenden Farbe auf die erste Folie und markiert die Breite. Das wird die hintere Hügelreihe. Vorzeichnen, ausschneiden. Für die Hügel weiter vorne nehmen wir ein dunkleres Papier und das gleich doppelt. Jetzt klebt mit Klebestift erst die hellen und dann die dunkleren Hügel auf die Folie. Auf die nächste Folie kommen die Wolken. Nehmt dazu möglichst dicke Farben, die auf der Folie halten. Und am besten malt ihr die mit euren Fingerspitzen. Ein paar Kreise in unterschiedlichen Größen in dunklem Blau und noch ein paar hellblaue. Jetzt haben wir schon die ersten zwei Schichten. Einmal die Hügel. Da habe ich die beiden dunklen Hügel mit der einen Kuppe rechts und mit der anderen Kuppe links aufgeklebt. Und jetzt kommt noch der wolkenbehangene Himmel. Auf die nächste Schicht kommt die Hauptfigur der Geschichte. Und die zeichnen wir mit Buntstiften auf ein Blatt dünnen Karton oder dickes Papier. Und weiter geht's. Ihr könnt natürlich mitspielen lassen, wen ihr wollt. Das hier wird eine nette junge Dame mit lockigen Haaren. Sie trägt einen Mantel und ihre Hand hat sie nach oben gestreckt, weil sie einen Regenschirm hält. Damit sie nicht so langweilig aussieht, malen wir sie schön bunt an. Jetzt zieht nochmal alle Linien mit schwarzem Filzstift nach, damit sie aussieht wie aus einem Comic. Dann vorsichtig ausschneiden. Perfekt. Die Dame klebt hier auf die nächste Folie. Aber etwas ganz Wichtiges fehlt noch. Klar, der Regen. Den mache ich mit Bastelkleber, den ich mit blauer Farbe gemischt habe, auf die nächste Folie. Ihr könnt ihn natürlich auch mit blauer Farbe aufmalen. Lasst einfach jede Menge dicke Regentropfen vom Himmel prasseln. Wichtig ist, dass sie alle in eine Richtung zeigen. Es wird Zeit, dass wir die einzelnen Folien eine tolle Geschichte erzählen lassen. Und schaut mal, ich habe für mein Schichtenbild noch einen passenden Rahmen aus Pappe gebaut, bei dem man die einzelnen Folien von oben einfach reinschieben kann. Ihr könnt sie aber auch ganz einfach auf einem Tisch übereinander legen. Also, es war ein ganz normaler Tag in den Bergen, als sich von einer Sekunde auf die nächste der Himmel verdunkelte und dicke Wolken aufzogen. Zum Glück hatte die junge Dame daran gedacht, einen Regenschirm mitzunehmen. Denn es dauerte nicht lange, bis es anfing, aus Kübeln zu regnen. Was für eine nette Geschichte in Schichten. Ich habe noch zwei für euch gemacht. Hier sieht man auf der ersten Schicht die Weiten des Weltalls. Und jetzt kommt ein Astronaut ins Weltall. Und dann schießt plötzlich mit Lichtgeschwindigkeit dieses coole Raumschiff ins Bild. Und rast durch einen funkelnden Sternenhimmel. Und das hier ist eine Schichtengeschichte, die in Nimmerland spielt. Zuerst die typische Landschaft. Dann kommen ein paar luftige Wolken hinzu. Und wer darf da auf gar keinen Fall fehlen? Klar, Peter Pan höchstpersönlich, wie er durch den Himmel fliegt. Ihr seht, man kann alle möglichen Schichtengeschichten erzählen. Herr Vincent, zeig mal deine Schichtengeschichte. Schau mal, Nikolas, ich habe ein ganz tolles Schichtbild gemalt. Fehlt nur noch meine Frisur. Wo ist sie denn, Vincent? Na da, auf der letzten Folie. Na mach schon, komm los, steck sie rein. Bin ja schon dabei, nur die Ruhe. Stimmt. So gefällt es mir auch wirklich schon viel besser. Und jetzt seid ihr dran. Besorgt euch ein paar durchsichtige Folien und erzählt eure eigenen Schichtengeschichten. Schau Art Attack im Disney Channel.